Hallihallo. Tja, Freunde, Wochenende mittendrin, statt nur dabei. Ich liebe es. Bisschen Sahne noch in Capo mit rein. So, wen haben wir denn alle? Lauf jetzt. Nein, ich will keine Werbung vorher sehen. So, wen haben wir denn alles da? Henning, Swan, Patrick Wurstgulasch, Rocky, Pia Probst, Jaggerson, Pfälzer Grillfan, die Manu Schäfer, Peach Dupont, ja, Emisno. Ja, und wen ich halt nachher überlese, naja. Okay, Stefans Grillecke, Salute. Lupping. Dutz, Professor Hase, Dreambox, hallihallo. Ja. Und fragt mich heute bitte nicht, was es zum Essen gegeben hat. Nichts. Bis jetzt. Kare, hallihallo, aus dem Reich der Schwenker. Ja. Oh, mein Schwenker steht auch noch. Fällt mir gerade ein. Ja, mir fallen immer mehr Sachen ein. Kron, 312, hüpf nur kurz mal rein. Hallihallo. Tom H., Salute. Tja. Ich habe gestern echt einen 24-Stunden-Tag gehabt. Ich bin am Abend sowas von am PC verhockt. Ey, übelst. Ja, Hasko Polar, hallihallo, aus der Schweiz. Rigatoni Quattro Formati. Ja, irgendwie will ich auch endlich mal wieder was mit Nudeln machen. Das ist doch ein Schwenker, kein Steher. Stefan Büte, hallihallo. Oh, heute gehen wir es ganz locker an. Ja, auch bloß war ich an diesem scheiß PC, an diesem Dreckspiel, was ich da spiele, einfach verhockt bin. Ah ja, mein Gott. Dann noch ein bisschen Fernsehen geguckt nebenbei. Tja, und irgendwann war meine Internetverbindung weg. Dann schaue ich darüber. Dann schaue ich auf die Uhr und dann denke ich mal, scheiße, die 5-Uhr-Trennung. Naja. Ha, der Brülleimer, hallihallo. Jo. Der Mann, was nicht bei mir vorbeikommen möchte, der immer eine andere Ausrede hat. Ach, das ist diese scheiße Raid Shadow Legends. Dieses blöde, bekloppte Online-Spiel. Mir macht es halt einfach Spaß zuzugucken, wie sich die Deppen das gegenseitig eins auf die Mütze hauen. Ja. Nee, Elderinke habe ich nicht drauf. Anstatt dass ich mal eins von den Spielen spiele, was ich drauf habe. Ach nee. Hey, Salah Armin, hallihallo. Ja, Hobbyschmidt ist auch dabei. Tja, wann bin ich heute aufgestanden? Sehr, sehr spät. Nachdem seine Haustür geklingelt hat. Ja, ich bin heute mal wieder aus dem Bett geklingelt worden. Ich hab's gewusst. Ja, aber nicht ganz. Nicht ganz. Leben in Alaska, hallihallo. Ach, noch nicht ganz. Aber es wird mehr.
Luhe Thai Barbecue, Salute. Ja, und dann hat mir der Besuch was Schönes mitgebracht. Ups. Nö, kann man nicht sehen. Steht in der Küche, kommt heute noch zum Einsatz. Es wird dann also 72 Stunden würdest du auch brauchen, wenn du von dir bis zu mir laufen tust. ja, hat mir was Schönes mitgebracht. Und ja, das Ding kommt heute noch zum Einsatz. Das wird dann mein Abendessen. Da gibt es ein richtig schönes Video. Hoffe ich zumindest, dass es ein schönes Video wird. Ja, das andere Video könnte bis zum Ende vom Livestream auch komplett fertig sein. Wunderbar. Und ja, dann Essok 56, Hallihallo. Dann ist er mit mir im Keller marschiert und hat mir noch im Keller geholfen. Ja, und dreimal dürft ihr raten, was dabei rausgekommen ist. Na, was werden wir wohl gefunden haben? Mr. Haratoya, Hallihallo. Meine Tasse. Nein, Klappo gefunden, ganz genau. Brülleimerchen, ich habe tatsächlich vergessen, in die ganzen Kartons reinzuschauen, ob da irgendwo die Tasse mit drin ist. Aber man kommt jetzt leichter an die Kartons hin. Ja, und ich kann weitersuchen. Jawohl, da ist er. Ein platzsparender Grill für dich, Johnny. Das Ding werde ich mal auf alle Fälle auch noch irgendwo aufhängen. Ja. Was haben wir hier alles drin? Einmal ein Aufbewahrungsbeutel. Dann haben sie mir die Plansche mit dazu. Ein richtig massives Teil. Das Ding wird sich nicht verziehen. Tja. Da war noch das Gitter drin gelegen. Und der Klappo. Ein richtig geiles Teil. Ein richtig, richtig geiles Teil, muss ich sagen. Auf den Einsatz freue ich mich schon richtig. Nur gibt es da ein klitzekleines Problem mit dem Ding. Verdammt nochmal, der ist zu groß für meine Satteltasche. Geklappt ist er wieder. Der ist definitiv zu groß für meine Satteltasche und fast auch ein bisschen zu schwer. Der wird mir die Satteltasche, wenn ich den neu steck, links und rechts durchstoßen, kaputt machen. Darum wird es im nächsten Fahrradl-Video, was ich höchstwahrscheinlich zu 99%, wenn das Wetter halbwegs mitspielt, morgen machen werde. Werde ich wieder den Esbit-Grill mitnehmen. Ey, wenn du da die Platte auch noch mitnimmst, das ist ja uferlos. Das ist uferlos. Also als Licht hat er. Und definitiv. Aber das ist
dem Material geschuldet, weil das Ding ist echt massiv. Also, aber hallo. Von der Materialstärke kann der da nicht unbedingt mithalten. Aber der S-Bit-Grill, wenn man den zusammenklappt, hat der halt genau die richtige Größe für die Satteltasche. Was heißt Weichei? Ich denke mir schon noch was aus, dass ich den Klappo mitnehmen kann mit dem Fahrrad. Also da keine Panik, keine Panik. Jo, also du brauchst einen Fahrradanhänger. Jo, da bin ich noch am gucken. Entweder ein kleines Fahrradanhängerchen, Lastenfahrrad. Das Problem ist halt immer, dass ich das ganze Zeug Keller hoch runterschleppen muss. Auf dem Gepäckträger tüdeln, da wird, so wie es aussieht, schon was anderes hingetüdelt. Grillshow, welches von den 30 Stück? Nein, ich war heute unterwegs und ja, mal inkognito. Weichei ab in den Rucksack und Feuer frei. Ja, da zieht es mich ja nach hinten runter. Das geht nicht in dem Anhänger, sitze ich schon. Ganz genau. Barbecue Toto. Servus. Ja, Brülleimerchen sitzt dann im Anhänger, hat den Klappo auf dem Schoß und befeuert den und tut nebenbei schön grillen. Also sprich, dass er es mir dann bloß vorreichen braucht am Fahrrad und ich während dem Fahrradfahren essen kann. Das hört sich sehr vernünftig an. Natürlich habe ich ein Auto. Aber mir macht es halt auch ein bisschen, jetzt endlich wieder mal ein bisschen Spaß, mit dem Fahrrad unterwegs zu sein. Tja. Und wenn es dann irgendwann einmal soweit ist, dass ich mein Motorrad zurückbekomme, dann werde ich mit dem Motorrad fahren. Ja. Oder auch mit dem Motorrad fahren. Dann kann ich auch mal weitere Strecken fahren. Ganz genau. Da wird halt dann ein bisschen weniger mitgenommen. Und ja. Ganz genau. Da gibt es halt dann eine schöne Motorradtour. Ja. Ein Russen-Moped mit Beiwagen. Cappuccino und mit Sahne drin. Bei den Benzinpreisen ist Fahrradfahren eh besser. Jawohl. Ich habe ja letztens den normalen, also an der Billigtankstelle nachgetankt. Und ja, heute habe ich dann noch aufgefüllt mit meinem guten Aral-Sprit und ach, hui! Naja. Das ist schon heftig, ja. Ja, könnte man so sagen, Markus. Also beim nächsten Mal wird mit Sicherheit der Witz in Erfüllung gehen, den ich damals gemacht habe. Uwes Barbecue, Servus. Ja, der wird definitiv in Erfüllung gehen. Oh Mann.
Ja, genau. Das plötzlich, ich weiß nicht, das hat es mir irgendwie angetan. Ich möchte aber, wenn ich da morgen hinfahre, trotzdem. Ja, Dirk, hallihallo. Hast du morgen Tagesshow? Möchte ich trotzdem dann noch ein bisschen weiter entlang fahren an der Donau. Vielleicht lässt sich ja noch was anderes finden auf die Schnelle. Aber geplant ist tatsächlich unter der Donaubrücke zu grillen. Stimmt. Der leuchtet blau. Steckt man halt mal schnell ein. Nanu, was ist das? Zweimal USB-Dings-Da-Anschluss. Ja, das kann ja nicht ganz funktionieren. Ah. Mal lad man halt. Ich habe übrigens auch meinen alten Dampfer gefunden. Weiß ich nicht einmal mehr, wie der funktioniert. So alt ist der schon. Barbecue Toto, es gab heute noch gar nichts zum Essen. Ich habe heute noch nichts gegessen. Und ich weiß nicht mehr, wie dieser blöde Dampfer funktioniert. Ja, ich glaube, da hat man das Zeug reingefüllt. Wie wird das Ding aufgeladen? Gar nicht. Ich meinte jetzt eher, wo ist mein Leiter? Da ist er. Wie sagt dir eine Richard, dann komme ich jedes Wochenende. Ha! Mir geht es eigentlich darum, wie man bei dem Ding den Akku lädt. Komisch. Keine Ahnung. LR44 Knopfzelle rein. Ja, aber wo? Naja. Wegschmeißen, ich habe ja den hier. Also morgen ist Tagesshow, dann werde ich ein bisschen früher online gehen morgen. Ich war gestern übrigens leise, Micha. Kann ich dir jetzt gerade nicht folgen? Ah, im Keller neben dem Klappo? Hä? ich will nicht abnehmen. Doch, ich möchte gern abnehmen, aber in letzter Zeit habe ich auch schon wieder zugenommen. Ich fresse einfach gerade wieder zu viel. Ja, aber das ist halt geschuldet, dass ich ein paar Videos rausbringe. Nein, den habe ich hier aus so einem Dingsterkörbchen rausgezogen.
Ich weiß echt nicht, wie das Ding geladen wird. Mit dem Scheiß. Oh, tja. Tja, Freunde. Ich habe Hunger, habe ich dir schon gesagt? Ich habe richtig Hunger. Ich freue mich jetzt nachher schon auf da hinten in der Küche auf mein Essen machen. Aber schmierig und batzig ist das Ding. Soll ich euch was sagen? Das schmeiße ich jetzt einfach weg, bevor ich mich da noch lang rumärgere. Jetzt tropft der scheiß Wasserhahn. Blutige Hennerkäpf. Soderli. Na, habt ihr das erkannt? Früher brauchte man zum Rauchen keine Gebrauchsanweisung. So ist es. Zu tun wieder. Na, habt ihr das erkannt, was ich da vorher da hinten hochgehalten habe? Das Ding habe ich heute bekommen. Leicht gebraucht, aber einwandfrei. Da mache ich mir nachher was Schönes drauf. Jo. Ja. Also heute seid ihr schreibfaul. Was ist heute bloß los mit euch? Oder ist mein Chat kaputt? Das gibt es ja gar nicht. Ja, nicht rauchen wäre wirklich gesünder. Wäre viel gesünder. Aber ja, noch bin ich nicht ganz so weit. Ihr schreibt jetzt so wenig, dass mir so langweilig ist, dass ich mir jetzt eine richtige Kippe anzünde. Und ihr seid schuld. Stimmung. Oh, ich freue mich schon drauf aufs Essen nachher. Jackerson, keine Ahnung. Ich bin ja froh, wenn endlich Ruhe ist. Also, deswegen lassen wir das Thema gleich ganz weg. Bin kaputt vom Radeln. Wir sind alle gedanklich in deinem Keller. Ah ja, wenigstens kann man jetzt einmal wieder durchlaufen. Oder fast durchlaufen.
Das kommt dann im übernächsten Video, was das für ein Teil war. Ja, auf alle Fälle ist es was, was auf der Wunschliste gestanden ist und von der Wunschliste verschwunden ist, wo er mir gesagt hat, dass er da noch einen rumliegen hat und dass ich den bekomme. Habe ich mich natürlich riesig gefreut. Tja. Jetzt mache ich das blöde Fenster auf und rauche trotzdem eine hier drin. Wieder mal. Und Anzündwolle habe ich mir heute auch schon gekauft. Jo. Ich bin müde, wir waren 3 Stunden heute im Kino. Was? Ihr wart im Kino? Was habt ihr denn angeguckt für einen Film? Ich ziehe mich jetzt einfach wieder an, habe mir heute mehr erhofft. Hä? Nee, Stefan, nicht wirklich. Ach, Konzert, okay. BTS sagt mir nichts. Sagt mir gar nichts. Im Keller eben hab ich dann die ganzen leeren Kartons raus. Die muss ich noch wegfahren nächste Woche. Also vorm Keller ist ein Riesenturm Altpapier, Altkartons. Und in die Regale dann haben wir dann das andere Zeug soweit nein, wie es gegangen ist. Naja. Eine koreanische Band, okay. Und ja, somit ist halt im Keller jetzt etwas freier geworden, etwas angenehmer zum Durchlaufen und so. Auf alle Fälle mein Tortenständer, mein Drehbahn habe ich auch gefunden. Ja, das Ding ist auch wieder da. Ja, und dann einmal wieder einen Überblick verschafft über die ganzen Kartons. Heute gab es doch Burger. Bei wem? Aufs Würmchen aufpassen. Oh Mann. Jetzt. Günther Grillwurst, heute gab es doch Burger bei dir, oder? Selber gemachte? Was macht eigentlich mein Video? Hey! Zwischen nein, aber meistens wird eben gedampft.
So, jetzt mache ich hier noch schnell mein Video soweit komplett fertig. Ist übrigens, was nachher kommt, auch wieder ein einfache Männerküche-Video. Eigentlich ein Fun-Video, das eigentlich nur zur Unterhaltung dienen soll. Warst heute wieder fleißig, ja, fleißig mit Geld ausgeben. Aber dafür mache ich nachher noch ein schönes, richtig schönes, geiles Futtervideo. Ja, ganz genau. Oh ja, beim Einkaufen eben war ich dann nachmittags, ja, so alles Nötige eingekauft für die nächsten Tage. Und Video noch bearbeitet. Und irgendwie ist mir die Zeit so richtig davon gelaufen heute. Mein Küchensaustall noch fertig gemacht. Sprechperlen gab es heute offenbar nicht. Pech. Sprechperlen. Hä? Und ja. Nachdem es dann eben so spät war, habe ich dann eben noch schnell geschaut, dass ich noch das Video fertig schnippel. Und ja, dann den Livestream. Und nachher mache ich was zum Essen. Ja, ich weiß auch nicht heute, was los ist. Gestern auch schon. Irgendwie wird hier sehr wenig Grad geschrieben. Oh Mann. Da muss ich mal aber dann wieder das andere T-Shirt anziehen. Barbecue Toto mit seinen Kommentaren. Oh Mann. Hauptsache, es war bloß der Finger. Ich habe keine Tastatur, darum kann ich nichts schreiben. Koa, bei dir steht eine Tastatur. Du schwindelst. Ey, Koa, hast du das Video gesehen, was ich dir heute aus dem Keller geschickt habe? Hast du das Video angeschaut, was ich gefunden habe? Also nicht die Brülleimertasse, aber andere Tassen habe ich gefunden. Die müssen auch noch zum Teil verteilt werden. Und ich weiß nicht an wen. Jetzt ist er aus. Ach. Scheiß Raucherei hier drin. Da ist die Dampferei schon angenehmer. Definitiv. JS11 Körnchen. Oh, jetzt muss ich mal wieder nach Fahrradanhänger googeln. Also so ein kleines, schmales Anhängerchen. Im Garten aufgeräumt. Machst du dich fertig, wenn ich das nächste Mal komme? Das finde ich gut. Das finde ich gut.
Warum sind die Scheißdinger so teuer? Nee, aber ich denke, ich werde mal auf alle Fälle einen kleinen Fahrradanhänger kaufen, damit ich den Klappo mitnehmen kann. Nur wegen dem Klappo kaufe ich mir einen Fahrradanhänger. Und der Johnny ist schuld. Was ist jetzt besser, die E-Zigarette oder die normalen Zigaretten? Ja, die E-Scheiße stinkt nicht so. Man munkelt ja, dass der Frühling vor der Tür steht. Da muss ich die Glatter mal hinausgucken. Und den Brülleimer. Es wird alles immer teurer, jetzt kaufen. Bei mir dampft nur die Modelleisenbahn. Ja, die E-Scheiße stinkt nicht so. Lass den Johnny die Werbung drauf sponsoren. Also ich habe hier schon einiges. Rein theoretisch wird das Ding ja reichen. Haben wir hier irgendwo Maße? Klicksystem auseinanderbauen, das ist ja ganz geil. Wetterbeständig, noch besser. cm breit. Doch, das wird gehen. Also, ich glaube, ich habe mein Anhängerchen gefunden. Einfach so ein kleines Anhängerchen, wo man ein bisschen was reinpacken kann. Jo. Mit Plane oben drüber. Und so weiter und so fort. Ja. Na.
Also meinen Anhänger habe ich gefunden, den ich möchte. Den habe ich mir auf die Liste gesetzt. Mal gucken. Jetzt muss ich erstmal wieder einen Kassensturz machen. Und dann weiß ich, ob ich mir den gleich kaufe oder erst später. Aber das ist dann der nächste Plan. Jawohl. Oh, jetzt habe ich ja ganz einiges verpasst. Ich schaue nicht vor die Tür, weil da steht das Christkind doch davor. Ich habe schon gedacht, du hast es im Wandschrank eingestellt. Bei uns liegt noch teilweise Schnee, ist ja widerlich. Die Fruchtfliegen fliegen wieder. Ja. Ja, Iffel, da hast du recht. Chris, ich höre eigentlich alles. Von Metallica über Rammstein, über AC/DC, viel Freiwild, bis hin zu Helene Fischer. Ja, atemlos durch die Nacht. Ja, Schlager, querbeet, was läuft. Ja. Aber am meisten, ja. Ja, Mina, das können wir schon mal wieder machen. So eine kleine Roomtour, wenn ich jetzt dann endlich einmal mein Zeug hier ein bisschen weiter gemacht habe. Wie war das mit Neandertal? Chris? Neandertal, das Lied musst du live erleben. Absolut geil. Und das Ganze noch vor Freiwild. Das war damals in Kempten, wo wir auf dem Konzert waren. War Hämatom eben die Vorband von Freiwild. Richtig, richtig geil. Hallo Kochtopfhexe.
Timer alle. Blöd. Sau blöd. Gut, servus. Hoch. Aber ich denke, ich werde jetzt dann so langsam dann Feierabend machen. Ja, ich sagte langsam, nicht sofort, aber langsam, weil ich muss ja heute noch was Leckeres zum Essen machen. Ey, Kochtopfhexe, ich würde sagen, ein Vollspacken, vielleicht auch ein Brötchenfahrer, der meint, er muss hier dicke Backen machen. Tja, da hat jemand was Falsches geschrieben, würde ich mal sagen. Nachher dann schön ein schönes Stück Fleisch aus dem Kühlschrank rausholen. Ja. Dann kann ich ja verraten, im Kaufland vorne dran ist so ein kleiner Stand. Ein Türk oder was das ist. Und der hat haufenweise Dips immer. Und da haben wir heute mal was Fertiges mitgenommen. Lecker, 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 lecker. Drei verschiedene. Und das werde ich dann zu meinem Fleisch dann dazu essen heute. Tja. Boah, so langsam habe ich echt sowas von Kohldampf. Mann, Mann, Mann. Dass die Leute echt kein anderes Hobby haben. Dass man so bescheuert ist und sich die Arbeit macht, schnell irgendeinen Account zu erstellen oder sonstiges, um hinterher da blöd zu kommentieren. Auch den hole ich mal schnell. Wo haben wir denn? Da haben wir es, da haben wir es. Auf.
Bloß ein bisschen. Einen Schaden hatte der, ja. Ich sagte, ich bin alleine, nicht so viel. Und dann macht er mir hier das Ding komplett randvoll. Was das jetzt, wie das genau jetzt heißt, der Dip, kann ich euch nicht einmal sagen. Aber was mit Aubergine? Was mit Knoblauch? Das ist mit Knoblauch. Das war mit Kiwi oder irgendwie sowas. Sehr lecker. Kostet so ein Becherchen 5-6 Euro. Aber sehr lecker. Ja, und gegrillte Champignons, genau deswegen bin ich ja eigentlich hingegangen. Aber war heute nichts drin, aber das geile Dip-Zeugsel. Ja, und das habe ich mir heute halt einfach gegönnt. Ja. Ganz einfach habe ich mir das gegönnt. Oh, das gibt es jetzt nachher zum leckeren Stückchen Fleisch. Fleisch. Lecker Fleisch. Tjo. Okay. Ich hätte mir heute schon fast eine Backmischung mitgenommen für Brot. Das habe ich aber dann doch sein lassen. Ja. Oh gut, du bist ja widerlich. Garnelen, nee. Muss wirklich nicht sein. Oh. Habe ich vorher schon gesagt, Karim, Querfeldein. Von A bis Z. Jo. Okay. Dann mache ich jetzt Feierabend. Dominik, an so kleinen Ständen in den Läden, an so türkische Ständen, na, ganz einfach, ja. Jo, anders kann ich das jetzt gar nicht sagen. Ja, Freunde, dann mache ich für heute Feierabend. Im Anschluss schalte ich wieder ein Fun-Video frei. Ja, Männerküche. Und ja, eigentlich als Spaß, nur als Fun-Video zur Unterhaltung. Blind Guardians, Battalion of Fear Tour, war ich damals in den 90ern. Da haben sie im U2 in Wörishofen gespielt. Da waren es noch ganz, 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 ganz klein. Weiß ich auch noch.
Ja, okay, Leute. Dann wünsche ich euch was. Tschaikowski, sage ich ja mal. Bis morgen. Ich mache mal jetzt was Feines zum Essen. Ich habe Hunger. Alles klar. Und wie gesagt, viel Spaß nachher mit dem reinen Unterhaltungsvideo. Jo, bis denne. Tschaikowski. Tschö mit Ö.